Ja, hallo zusammen, da draußen hier ist die Hilda Kaufmann und der Michael Stahl. Wir möchten euch herzlich einladen zum Infoabend zum Thema Sicherheit, Stark gegen Gewalt und Mobbing in Nördlingen hier im Gospelhaus um 19 Uhr. Und wir haben jede Menge euch anzubieten. Und zwar, was Kinder richtig stark macht, aber nicht nur die Kleinen, sondern natürlich auch die Großen. In den letzten Tagen, Wochen und Monaten sind vermehrt Menschen auf uns zugekommen mit vielen Ängsten, vielen Sorgen und mit einem riesen Potenzial an Aggressionen. Wir möchten hierzu Raum und Zeit geben, Aggressionen richtig loszuwerden, abzubauen und die Menschen dabei stärken. Darauf werden wir ganz besonders Rücksicht nehmen, auch auf unsere Kleinen, und auch die spezielle Notwehrsituation auf Mädchen und Frauen Selbstverteidigung wird eingegangen. Hilda, hast du da speziell was zu sagen, weil du machst hauptsächlich so Kindertraining und mit Frauen? Ja, also für die Kinder wird nicht nur Training geben, sondern einige Spiele auch. Und vielleicht können wir auch ein bisschen miteinander kämpfen, raufen. Ja? Das machen die Kinder sehr gerne. Und ich würde mich sehr freuen, wenn viele Kinder kommen würden. In der Regel so ab 5 Jahre. Ich hatte aber auch schon jüngere Teilnehmer, so ab 3, 4, ja? Je nachdem. Und das Jugend-Erwachsenentraining wird dann so ab 11 Jahre sein, weil das ist der Zeitpunkt, wo ein Kind in die 5. Klasse kommt und von heute auf morgen dann auch mit Erwachsenen zu tun hat. Und wir werden auch über Dinge sprechen, uns damit beschäftigen, was die Gesellschaft gar nicht so gerne macht. Und zwar, wie geht man mit Angst um, mit Schuld, mit Versagen. Auch hier brauchen wir Raum und Zeit, damit es in gesunde Bahnen gelenkt werden. Und ansonsten, nach diesem Infoabend werden wir wöchentlich jeden Mittwoch, also ab dem 14. Oktober hier im Gospelhaus, anbieten. Und wir haben ein ganz tolles Team für euch. Da wird einerseits ein Polizeikommissar da sein, ein internationaler Meister im Bereich Selbstverteidigung, der rumänische Vizemeister im Boxen. Und bei der Hilda weiß ich nicht, aber ich habe 4 Ehrenurkunden, Bundesjugendspiele in den 80ern. Und Hilda? Ich habe keine Urkunden. Ja, aber die Hilda hat auch 18 Jahre lang Kampfsporterfahrung und ich beschäftige mich seit 40 Jahren mit dem Thema Kampfsport und Sicherheit. Und habe Mobbing und Gewalt selber in vielerlei, ja, am eigenen Leib erfahren müssen. Und meine Erfahrung davon möchte ich gerne mit euch teilen. Wir freuen uns mega, dass wir hier zu Gast sein dürfen im Gospelhaus und euch zum Infoabend dann begrüßen können. Und Hilda, von dir noch was? Wir freuen uns. Wir freuen uns. Also bis dann zum Infoabend am 7. Oktober im Gospelhaus. Eure Hilda und der Michael. Tschüssle. Tschüss.